Timer, 10 Minuten, ich klicke gleich Start. Timer läuft ab jetzt. Oh, fuck, schon erster Fehler. Boah, wie macht er das, Alter? Oh, nee, ich habe jetzt schon einen Krampf in der Arme. Ich glaube schon, dass das was wird. Nur noch 4 Minuten? Niemals. Oh, der sieht aber fantastisch aus, ne? Und nein! Kommt der Klapper, Fisch und Chips, die erste. Warum tropft das hier überall? Wir haben ein Dach über dem Kopf und es ist angefroren, jetzt wird's warm und es tropft ohne Ende. Da ist das beste Dach. Weißt du, warum es tropft? Weil wir jetzt Fisch machen. Fisch, Wasser. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir werden heute Fish and Chips machen. Die Chips machen wir nicht ganz original, aber noch viel geiler. Das zeige ich euch gleich. Und ich habe mir ein Video angeguckt, und zwar schon dreimal. Gordon Ramsay hat ein 10-Minuten-Rezept gemacht. Alter, ein 10-Minuten-Rezept Fish and Chips. Und er hat die Zeit gestoppt. Das werde ich auch machen. Ich möchte es auch in 10 Minuten schaffen. Aber bevor die Zeit gestoppt wird, mache ich ein paar Vorbereitungen. Die Zeit hat er nämlich auch. Das hat er genauso gemacht. Erstmal packe ich unseren Fisch aus. Wir haben hier Seelachs, selbstgefangenen Seelachs, beziehungsweise Köhler wird er auch genannt. Wie der, der die Kohle macht. Aus Norwegen. Wann waren wir da? Im Mai. Also der liegt schon ein bisschen im Tiefkühler, ist aber gar kein Problem. Und den werden wir jetzt einmal abtupfen, denn der ist natürlich immer noch ein bisschen feucht, wenn man den so einfriert auch. Und erstmal trocken machen, den Fisch hier. Ja, riecht fantastisch. Wie lange würdest du so einen Fisch maximal im Tiefkühler aufbewahren? Also ich glaube, man kann den schon recht lange liegen lassen. Aber ganz ehrlich, wenn man selbstgefangene, selbstgemachte Sachen hat, behaupte ich mal, in aller Regel halten die nicht ein Jahr lang. Also die sind dann meistens schon relativ früh aufgebraucht. Ich muss mal kurz nachdenken, wie es weitergeht, was er sozusagen alles an Vorbereitungen hatte. Das ist hier normales Mehl. Und da muss ich auch ganz klar sagen, das ist so ein bisschen Freestyle, denn mengentechnisch hat sich der Herr Ramsay, und da muss ich hier einfach auch mal eine Kritik ausüben an Gordon Ramsay, er hat sich, was die Mengen angeht, doch sehr bedeckt gehalten. Er hat zwar erklärt, wie viel Gramm Mehl in diesem Gefäß hier drin sind, was aber gar nicht entscheidend ist, denn hier wird nur der Fisch einmal kurz meliert. Da ist es völlig egal, da brauche ich hier nur nach Bedarf. Aber die entscheidende Menge für den Backteig, die hat er nicht benannt. Deswegen mache ich das mal freie Schnauze. Bin gespannt, ob ich es schaffe. Er hatte auch schon die Hitze an. Ich mache schon mal unseren Grill an. Wir nutzen hier wieder unseren Napoleon-Grill. Die Sizzlung mache ich ja später an. So. Was hat er für Gewürze benutzt? Ich habe es bei ihm nicht genau erkennen können, aber ich war der Meinung, es war Sizzlab-Lachsgewürz, deswegen nehme ich das. Wenn er ein anderes genutzt hat, hat es wahrscheinlich nicht so gut geschmeckt. So, das war auch schon vorbereitet. Ein getrenntes Eiweiß. Also wir brauchen nur das Eiweiß, nicht das Eigelb. Das ist ja eine meiner Lieblingsaufgaben. So, das ist vorbereitet. Das ist vorbereitet. Das ist vorbereitet. Das ist vorbereitet. Timer, 10 Minuten, ich klicke gleich Start. Und dann wird es ein bisschen hektisch. Dann muss ich mich beeilen. Timer läuft ab jetzt. Alles klar, let's go. Also, ins Mehl kommt erstmal Bier. Er hat ungefähr eine halbe Flasche genommen auf seine Menge Mehl. Oh, fuck, schon erster Fehler. Erster Fehler schon gelaufen. Mann. Aber ist nicht schlimm. Es kommt natürlich erstmal ein Teelöffel Backpulver mit rein, damit das auch ein bisschen schön aufgeht, das Ganze. Zumindest war das seine Aussage. So, und dann kommt das Bier. Glaubst du, dieser Teig wird was oder wird nichts? Doch. Oh, nee. Ja, mein Handy aus der Schusslinie. Ich glaube schon, dass das was wird. Ich würze gleich den Fisch. Ich mache auch ans Mehl, aber auch hier mache ich ein bisschen Gewürz rein. Überall aber nicht Unmengen. So, dass wir wirklich theoretisch in jeder Schicht auch ein bisschen Gewürz haben. So, das ist noch zu dick. Da brauche ich noch mehr Flüssigkeit. Noch ein bisschen den Timer im Auge behalten. Boah, wie macht er das, Alter? So, guck mal hier. So war es bei ihm auch. Jetzt geht's weiter. Nächster Schritt. Das eine Eiweiß nehmen. Oh, nee, ich habe jetzt schon einen Krampf in der Arme. Alter, ich muss mal die Hand wechseln. Die rechte Hand ist schon hin. Alter, hier. Erst ein bisschen anschlagen das Ei, also das Eiweiß schon mal ein bisschen schlagen. Und danach ein klein bisschen Salz rein, nicht zu viel. Wir nehmen hier natürlich das Originale. Wir werden es nicht deep fryen, also in der Fritteuse baden, sondern eher wie so ein Schnitzel. Viel Öl, ja, aber es soll halt nicht komplett drin versinken. Zack,
Erstmal Deckel drauf. Also das Eiweiß ist fertig. Das soll nicht standfest werden oder so, wie man das vielleicht vom Backen kennt. Das soll noch flüssig sein und kommt dann hier mit rein. Ich vermute, dass man das macht zusammen mit dem Backpulver für die Fluffigkeit vom Teig. Oh, riecht aber gut. Muss man da auch mal die Geruchsprobe machen? Hier muss man auch die Geruchsprobe machen, ja. Für alle Zuschauer. Also Hannes riecht bei uns immer an allem, an allen Lebensmitteln. Macht ihr das auch? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ohne Scheiß, das würde mich tatsächlich mal interessieren, weil ich habe immer das Gefühl, Hannes riecht sehr viel an Lebensmitteln. Oh, riecht aber gut. Ich bin so ein Geruchstyp, weißt du. So, bisschen hier schon mal dran, zack. Wie gesagt, nicht zu viel, denn ich habe ja auch hier im Backteig noch Fischgewürz. Und ich mache auch in das Mehl gleich noch Fischgewürz rein, sodass ich wirklich in jeder Schicht irgendwie Gewürz mit dran habe. Oh, da ist aber Papier dran an dem Fisch. Oder sieht das nur so aus? Das ist Haut. Ach so, dann sah es nur so aus. So, jetzt kommt hier auch noch. Für ein Foto bin ich relativ schnell, ne? Wie viele Minuten habe ich denn noch eigentlich? Nur noch 4 Minuten? Niemals! Jetzt war mal hin, sag mal. Du lässt dir aber auch Zeit hier. Mann, ja, weil ich hier durcheinander komme. Mensch. Mal dieses Gehetze. Komm, 2 Stücken erstmal nur. Wie wichtig ist das, mit den Händen zu machen? Statt mit Oh, das Öl ist noch nicht heiß. Das ist sehr wichtig, dass man das mit den Händen macht. Ansonsten schmeckt es nicht. Ich finde, beim Grillen geht es darum, in möglichst kurzer Zeit, möglichst hektisch und schnell und ungeordnet irgendwie Essen zuzubereiten. Das ist Grillen für mich. Ich habe in diesem Fall zumindest die Kartoffeln im Ganzen mit Schale einfach gekocht und werde sie jetzt so ein bisschen, die kleinen lasse ich wie sie sind, die großen halbiere ich mir ein bisschen, weil ich die nur in der Pfanne schwenke. Seid ihr eher die Kartoffel schälen und kochen Typen? Mit Schale kochen, mit Schale geviertelt, halbiert? Gibt ja 1000 Wege. Jetzt ist hier auch schon wieder Wasser in der Pfanne. Das lieben wir. Das ist übrigens auch eine sehr wichtige Sache, diese Verbindung. Wasser und Öl in einer heißen Pfanne, das ist eine Sache, das ist was für Fachleute, für Leute vom Fach. Das ist gerade reingetropft, hast du gesehen? Ja, es tropft hier die ganze Zeit rein. Das ist, ist halt auch jetzt nicht unbedingt das sauberste Wasser, was hier reintropft, ne? Muss man auch mal dazu sagen. Ich lasse das jetzt so durch, auch 10 Minuten sind rum, schade. Den Rest, den regeln wir im Schnitt, Hannes. Pass auf, jetzt die Zeit eh abgelaufen. Jetzt gucken wir mal, dass wir es noch irgendwie so machen, dass es auch lecker wird. Wie lange schätzt du denn, brauchst du jetzt noch so, wenn die 10 Minuten abgelaufen sind? Ja, insgesamt 10 Minuten 30, also jetzt noch 30 Sekunden. Das ist ohne Scheiß, das ist super beschissen mit dem Wasser, ne? Diese Tropfen machen mich kirre, ne? Ich brauche noch ein Gefäß, die Kartoffeln sind fertig. Alex, kannst du schnell ein Gefäß holen von drin? Was die Kartoffeln sind fertig. Kartoffeln sind fertig und die nehme ich jetzt mit dem Löffel hier raus. Da ist noch ein bisschen Olivenöl dran, denn ich muss jetzt gleich schnell sein. Wie bei Fritten übrigens auch, wenn man Pommes aus der Fritteuse nimmt, muss man schnell sein. Mit dem Pommes, Salz, was auch immer man dran machen möchte. Was machen wir dran? Wir machen Black Garlic dran. Wir machen so ein bisschen geil. Knoblauch mit dran. Oh, nice. Auch da natürlich, ja, jeder hat da, denke ich, so seine eigenen Vorlieben. Black Garlic, nicht zu viel, nicht zu wenig und einmal schön durchschwenken. Geil, oder? So, und jetzt kommt der Fisch, mal gucken. Oh, der sieht aber fantastisch aus, ne? Und nein! Oh! Oh, Hannes, oh, ey, das kann doch nicht dein Ernst sein. Den nehmen wir noch. Oh, ey. Ich mache noch mal kurz hier rein. Hä? Ja, um alles, was an Bakterien vielleicht dran ist, zu töten, den esse ich noch. So, jetzt tupfe ich ihn ab. Also vom Geruch her ist das eine 1+. Sieht auch gut aus. Ja, hier haben wir jetzt gerade einen leichten Unfall gehabt auf dem Boden, das stimmt. Ist übrigens auch wichtig, ne, dass hier einmal abtupfen das Ganze, sonst ist der so extrem fettig und dann weicht auch der Teig wieder durch, der jetzt so richtig schön kross ist. So, dann machen wir mal einen Teller fertig. Nehmen wir diesen hier. Sind, wie gesagt, ne, klassisch sind es ja Fritten, Chips, Fritten drüben. Ich habe aber gedacht, wir machen hier so eine andere Variante, weil frittiert haben wir schon so häufig und irgendwann hat man ja auch mal genug frittiert irgendwie. So, Soße, Remoulade geht natürlich gut,
Man kann hier alles Mögliche nehmen. Ich habe hier einmal unsere Knobi-Soße. Finde ich geil. Passt sehr, sehr gut gerade zu Kartoffeln. Ja. Kartoffeldippen damit. Dann habe ich hier eine Geheimsoße, die sinnvollerweise abgeklebt wurde. Mal gucken, wie sie aussieht. Das ist eine Currysoße eindeutig. Das muss eine Curry sein, oder? Und jetzt habe ich die Ehre. Probiere nochmal und danach frittiere ich nochmal in aller Ruhe. Es sieht schon gut aus, ne? Muss man schon sagen. Corby, guck mal. Doch noch gut gerettet, oder? Dafür, dass es in 10 Minuten nicht... 10 Minuten, das ist unfassbar. Ja, 10 Minuten 30 haben wir jetzt gebraucht, ne? Ja. Hat in 10 Minuten nicht geklappt. Aber mal gucken, ob der Fisch durch ist, aber davon gehe ich ganz stark aus, ja. Nachmachen. Liebe Community, schreibt in die Kommentare, was wir demnächst als Mittagessen machen sollen. Bitte abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Schreibt gerne was in die Kommentare und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Für Risiken, Nebenwirkungen lesen die Packungsbeilage. Tschüss, schönen Tag noch.